Und wieder das Alley-Oop-Anspiel. Diesmal nicht Crandall auf die Zundu, sondern Russell auf die Zundu. Da muss jetzt schon alles passen. Livingston, klasse, der Pass raus. Bass, nächster Dreier, schon wieder. Winter Assist von Livingston, der ist nah am Double-Double. Und der ist natürlich schick hier. Einfach mal mit der Rückhand. Weiterhin kein einziger Wurf aus dem Feld. Oh! Und Nico Tischler auf Jason Bango. Und Livingston, das ist wieder sehr viel Dribbeln. Aber er findet Blass. Und Blass mit dem Dank. Und die Berliner Aggressivität bereitet den Bonnern weiter Schwierigkeiten. Oh, das ist natürlich auch ein toller Pass. Also, wir haben hier aber schon noch das ein oder andere Highlight in diesem Schlussviertel. High-scoring Game. Kurze Punkte waren es in Oldenburg. Zuletzt beim deutlichen Auswärtssieg. Boah, starker Kick-Out-Pass. Völlig frei für drei. Den macht er natürlich. Der Assist von Westman Beck und die Chance genutzt von Uruguay. Zweiter erfolgreicher Dreier. Schöner Low-Look-Pass und exzellent verwandelt von Gallen Smith. One-Possession-Angelegenheit. Woodbury zieht zum Korb. Sie warten auf den Blockshot. Da ist Stanic. Legt ihn rein. Vier Punkte vorne. Philipp Stanic. Vielleicht Ballübergabe. Crockett mit dem Einwurf. Da ist der Alley-Oop. Der ist drin. Der ist drin. Wir gehen in die Overtime. Ja, was ist das denn für ein Spielzug? Ja, bist du verrückt? Nunez. Klepeis. Klepeis in die Ecke. Wunderschön. Luca Magic aus Ulm. Tommy Klepeis, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen?